Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausstellung Interieur. Ich begrüße ganz herzlich Brigitta Borch, die Künstlerin, die oben sich aufhält, aus Molfsee, sowie den heutigen Redner Jens-Martin Neumann, Kunsthistoriker aus Kiel. Wie der Künstler André Krieger sowie Christopher Lehmfuhl und Hermann Reimer aus Berlin und der Künstler Jörg Ernert aus Leipzig sind heute rein mit ihren Werken präsent. Wir freuen uns sehr, heute eigentlich eine fast normale Ausstellungseröffnung machen zu können. Wir haben sehr vermisst, das Erlebnis und das Ereignis mit Ihnen zusammen und mit den Künstlern zu feiern und nachher auch mit Ihnen anzustoßen. Keine Medien können das ersetzen, den direkten Kontakt mit dem Kunstwerk, den Austausch mit vielleicht anderen Gästen oder den Künstlern. In der langen, stillen Zeit der Zurückhaltung, die wir alle erlebt haben, haben wir oft an unsere Künstler gedacht und überlegt, was macht diese Zeit mit den Künstlern? Wie geht es ihnen? Was macht es mit ihren Themen oder mit der Farbe, mit den Techniken? Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, das Thema Interieur würde passen. Und alle fünf, die wir eingeladen haben, haben sehr gerne auch dann hier mit dieser Ausstellung sich bereit erklärt, mitzumachen. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Ausstellung, sehr vielseitig geworden. Wir danken also ganz herzlich den fünf Künstlern. Ich freue mich jetzt mit Ihnen auf die einführende Rede von Jens-Martin Neumann. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Künstlerin und der Künstler und nach oben, liebe Brigitta Borchert. Du hast ja im Grunde schon ein bisschen fast eine Antwort gegeben, denn es mag ja eigentlich überraschen, wenn man heute Morgen in einer Ausstellung unter dem Titel Interieur steht, denn die Kunstschaffenden wie auch wir als Publikum denken ja eigentlich nicht länger in solchen konventionellen Gattungsbegrenzungen. Interieur ist ja nicht heute mehr Selbstzweck, sondern die Darstellung des Innenraums taucht ja in der zeitgenössischen Kunst im Grunde immer dort auf, wo es um die alltägliche Kulisse einer Erzählung geht oder vielleicht auch um einen inneren Seelenraum und auch das klassische Bild, das ja eine Fläche durch perspektivische Techniken als Raum ausgibt, steht ja längst, also im Grunde seit 100 Jahren, immer wieder auf dem Prüfstand. Und deswegen finden wir natürlich auch hier in all den ausgestellten Arbeiten dieses Nachdenken über die räumliche Illusion in Malerei und Zeichnung. Die Wiege des Interieurs ist ja das religiöse Altar- und Andachtsbild und der Anlass des Interieurs ist oftmals die Stube Mariens, da kommt der Raum vielfach ja her. Sie kennen ihn alle, Giotto hat der abendländischen Kunst im Grunde neue Einblicke in ein Gebäude eröffnet, dessen Außenseite man bei ihm allerdings auch immer mitzieht. Ich habe mich immer gefragt, wieso in der modernen Kunst eigentlich nicht dieses Prinzip mal aufgegriffen wird, dieses merkwürdige, wir gucken rein und trotzdem sehen wir gleich die Fassade irgendwie merkwürdig aufgeklappt auch mit. Und dann ist es ein schneller Weg, die Raumillusion bekommt im Grunde schon im oberitalienischen Trecento neue, frische Qualitäten. Ich weiß nicht, ob Sie Pietro Lorenzetti kennen, das ist ein Mann, der im Grunde die Außenansicht zur Rahmung schon wirklich reduziert, vor allem das Größenverhältnis zwischen Raum und Figur in dem Sinne klärt, dass die Kastenräume nun weit und luftig genug werden, sodass das Leben der dargestellten Bewohner wirklich glaubhaft in diesen Räumen ist. Und es gibt Tommaso da Modena, der in den schönen Gelehrtenzyklus in Treviso im Grunde mit akademischem Hausrat diese Gelehrtenstuben möbliert mit Pulten, mit Schreibgeräten, mit Büchern und damit so eine besondere Interieurstimmung als eine Art geistiges Milieu schafft. Und im Grunde sind das ja genau die beiden Kategorien, die wir bis heute finden, Raumillusion und Raumstimmung, die diese Gattung charakterisieren. Die Kunst des 15. Jahrhunderts hat sich dann verstärkt bemüht, im Grunde die zeitlich wie eben auch räumlich fernen biblischen Geschichten in den eigenen Lebensraum hineinzuholen. Und deswegen würde ich immer sagen, das erste moderne Interieurbild ist 1425 vom Meister von Flemal gemalt. Die Verkündigung
auf dem Merode Altar. Und im Grunde stehen wir wie Mitbewohner in dieser Verkündigungsszene mit drin, denn die Wohnstube Mariens ist nun ein kompletter Innenraum, der sich vollständig öffnet, schön ausgestattet mit Möbeln, mit stilllebenhaft arrangierten Gegenständen, die wirklich die Illusion einer behaglichen Stube hat und dem Publikum auch damals vertraut ist. Also man kann wirklich sagen, die Maria ist plötzlich in Flandern und nicht vor 2000 Jahren irgendwo im Heiligen Land. Und ein wichtiges, ein illustres, ein ideales Thema der Interieurdarstellung war immer das Bild des heiligen Hieronymus, der so schön in seiner Klause sitzt. Sie kennen alle den bekannten Kupferstich von Dürer, wo der ehrwürdige Greis schreibend am Tisch in so einer schön warm durchsonnten Stube sitzt. Das letzte Wort in diesem wunderbaren Kupferstich hat das Licht, das durch die Butzenscheiben einfällt und wirklich wunderbar auf Fensterpfosten und Wandleibungen im Grunde diese Schatten zeichnet. Und die Künstler werden sich im Grunde zur Dürer-Zeit des Fensters im Interieur bewusst, dieser Durchdringung von außen und innen, und deren Erlebnis haben sie durchaus hier auch. Und aus diesen Kirchenvaterbildern kommt auch ein Porträttypus, den Sie etwa von Holbein kennen, nahsichtige Darstellung des Menschen in einer Werkstatt, in einem Kontor, in einem Büro, würden wir vielleicht sagen, umgeben von Dingen, die uns dann zeigen sollen, wo sind die geistigen Interessen, wo ist dessen Lebensfeld, wo ist dessen Beschäftigung. Und erst sehr spät, nämlich im Holland des 17. Jahrhunderts, im Werke von Jan Steen, von Pieter de Hoogh, von Jan Vermeer, wird das Interieur eigentlich wirklich eine eigenständige Bildgattung. Das ist die Zeit der Fachmaler, wie wir sagen, die sich fast ausschließlich der Landschaft, dem Seestück, dem Interieur, dem Stillleben etwa widmen. Und wenn man nur Vermeer rausgreift, der zeigt ja Menschen wirklich in diesen behaglichen, typisch holländischen Stuben, eigentlich ganz einfache Bilder, immer eine verkürzte Fensterwand zur Linken, nach rechts öffnet sich der Raum, die Rückwand parallel, der Deckel des Daches mit gleichlaufenden Balken, Möbel reingestellt, relativ schnell verkürzt, wunderbare Malerei, allerdings mit einer, wie ich finde, sehr kleinlichen Morallehre, die da drin steckt. Wenn man junge Frauen mit Weingläsern oder Briefen findet, dann hat das durchaus seine Folgen. Und eine Sonderform, und da blitzt schon Jörg Ernert auch ein bisschen eigentlich durch, sind die reinen Architekturbilder, die man im Holland des 17. Jahrhunderts findet, etwa diese menschenleeren Kirchenräume von Pieter Sanridam. Und das hat, glaube ich, schon etwas mit dem zu tun, was Herr Ernert auch tut. Was wir auch finden im Barock, sind häufig Darstellungen der Maler-Ateliers. Also diese Idee, sich der eigenen Domäne rückzuversichern in der Abbildung des Arbeitsraumes. Auch das haben wir von Herrn Ernert ja hier hängen. Die berühmteste Szene kennen Sie alle von Velázquez, die Las Meninas, nicht? Dieser sehr düstere Raum, der die strahlenden Figuren gibt und im Grunde allen Figuren im Bild so eigene Reviere zuteilt, in die sich die Dargestellten dann auch fügen. Dazu tritt im Rokoko ein Blick auf das Leben der einfachen Menschen, wenn Sie etwa an Jean-Simeon Jardin denken, der ganz ruhige, stille Momente einfängt, wie etwa Kinder mit der Mutter beim Tischgebet vor dem Essen. Und dann kommt mit der Interieurmalerei des 19. Jahrhunderts, kommen auch die hier ausgestellten Arbeiten nun wirklich in Sicht. Im 19. Jahrhundert kommt das auf, was ja hier auch nachdrücklich zu sehen ist, nämlich das Interieur ohne menschliche Bewohner, wo dann sozusagen anstelle der Bewohner die Dinge so ein eigentümliches Leben führen. Adolf von Menzel hat ja 1845 dieses großartige Balkonzimmer gemalt, wo so eine leise Brise den Vorhang hineinwirft. Das ist wirklich eine zauberhafte, zeitlose Darstellung des Raumes. Und Sie kennen genauso bekannt die Schlafkammer in Aal von Van Gogh, den dann 40 Jahre später aber nicht mehr die Abbildung von Wirklichkeit interessiert, sondern der seine Stimmung im Raum im Grunde uns veranschaulichen will. Und diese Stimmung wird veranschaulicht rein durch Farbe. Und damit sind wir mittendrin bei etwa bei André Krieger, der in durchaus Van Goghschen Sinne sich selbst immer mitmalt, auch wenn er gar nicht im Bild ist. Denn das persönliche Raumerlebnis von Krieger ist das eigentliche Thema, was wir in sein
Bildern finden. Er hat eine sehr ambitionierte Malweise, in der ihm eine ganz effektvolle Verbindung eigentlich gelingt, eines partiell in reiner Farbe durchdrungenem Innenraum in Kombination mit sehr dichtflächigen, mehr stilisierten Raumprospekten. Also es ist ein, ich finde schon in einer gewissen Weise, Berliner Naturalismus, den man hier sehen kann, der in dieser farblichen Verselbstständigung die neue Raumintensität findet, die ganz malerisch hier wirklich vorgetragen wird. Bei Birgitta Borchert, Sie haben sie hier unten, aber ja auch oben hängen, da spricht aus ihren Aquarellen die enge alte Verbindung eigentlich des Interieurs zum Stillleben. Also ein bisschen ist es wie bei ihr, wie bei manchen Holbein-Porträts eigentlich, wenn Sie sich umgucken, sie zeigt uns ja sehr nah herangezoomt Stühle, auch mal einen Wasserhahn, oftmals Porzellantassen. Das ist eine schöne Idee, es sind ja Körper im Raum oder Hohlkörper im Raum in einer durchaus ungewohnten Aufsicht uns dann gezeigt. Und ich finde, es sind so fiktive Illustrationen eigentlich zu einer alltäglichen Geschichte des Lebens, so Attribute des Lebens, die quasi ausgekoppelt hier erscheinen. Immer wieder schön mit im Grunde zwei bevorzugten Sprachelementen, sehr schön breite Lineatur, oftmals dunkel und dann immer wieder diese transparenten Farbflecken als farbliche Setzung, die das Bild definieren. Henri Matisse hat 1908, ja, auch das wirkt nach, im Grunde Räumlichkeit ganz ins Ornament übersetzt, denn ihn interessiert dieses Spiel der Beziehungen zwischen Tapetendekor, Tischdeckenmuster, den Dingen, die auf dem Tisch stehen, selbst die verknappten Figuren und die Landschaftsausblicke werden sozusagen zu einem farbigen Muster in seinen Bildern. Und heute ist es hier Hermann Reimer, der in kräftigen Farben im Grunde Motive von Realität und Illusion vermischt, von so einer weltnahen Abbildung und dann wieder einer ganz freien Farbsetzung. Und auch das gibt so ganz eindringliche Raummuster. Eigentlich können Sie schön hinten, gerade bei den kleinen Auskopplungen, eigentlich aus seinen Räumen erleben. Und das Resultat ist eine ganz bizarre Welt eigentlich, solche abstrakten und gegenständlichen, auch immer wieder gegeneinander verwischten Bruchstücken, die noch etwas tun, denn sie zeigen uns eigentlich immer den konkreten Vorgang des Malens. Also das, wie Bilder entstehen. Man hat bei manchen das Gefühl, es ist, die Leinwand ist auch die Palette, auf der die Farbe erst gemischt wird. Das ist eine sehr flotte, sehr in einer guten Weise auch nachdenkliche Malerei. Die Maler der neuen Sachlichkeit, wenn wir über Matisse hinwegsteigen, haben ja gerne diese Mansarden, diese Keller, diese Dachböden zur Darstellung gewählt, auch durchaus zur Darstellung des eigenen Lebens, das sie als ein Leben am Rande der Gesellschaft eben empfunden haben. Und ein Hauch dieser, finde ich, neusachlichen 20er-Jahre-Atmosphäre findet man auch bei Christopher Lehmfuhl. Denn Lehmfuhl enthält sich ja oder verlässt die handwerkliche Sicherheit der gewohnten zentimeterdicken Farbpaste, die wir von ihm kennen. Das ist ja die richtige Einsicht, denn Raum heißt ja, die Substanz ist gerade abwesend. Nicht? Sie wollen den ja nicht füllen, sondern wir wollen die Weite des Raumes ja erleben. Und deswegen tritt an die Stelle seiner dicken Farbmalerei hier so das im Grunde comicnahe Aquarell, das sozusagen in der Stillage einer Graphic Novel eigentlich arbeitet. Und dazu kommt so ein sehr schöner narrativer Anekdotenrealismus, der sich dann immer in den Zimmerecken eigentlich abspielt, in denen es dann die Dinge zu entdecken gibt. Und wen Sie auch kennen, und das führt uns nochmal zu Herrn Krieger, ist natürlich Edward Hopper, der ja die, wie soll man sagen, vulgäre Schönheit der Großstadt entdeckt, vor allem dieses Zwielicht des Interieurs im Schein der elektrischen Beleuchtung. Und dann haben wir ja immer diese ungewohnten Einblicke an den Dargestellten vorbei, die gar nicht merken, dass wir gucken in die Büros, in die Kinos, in die Bars hinein. Und damit schafft Hopper ja diese ganz subtilen Symbole im Grunde von Einsamkeit und Beziehungslosigkeit des Menschen. Und das Vorbild, wenn wir etwa auf die Barszene von Krieger gucken, das, glaube ich, ist hier deutlich zu spüren. Und schließlich ist es dann Jörg Ernert, der wirklich, ich würde sagen, höchst wunderlichen Raumfantasien eigentlich folgt. Es ist eine sehr dynamische Farbgeste, in der schwere Farbbalken, monochrome Farbbalken
Flächen und immer wieder diese wippenden Pinselstriche in sehr extremen Perspektiven oftmals, ich würde sagen, visionäre Räume eigentlich skizziert werden und vor allem ihre Wandlungen im Licht. Immer das ist bei ihm ja sehr schön sehen und er lässt immer wieder Linien und Farbflächen im Grunde stürzen, biegt seine Farbbahnen zu so kristallinen Strukturen, baut im Grunde so kathedralhaft weite Räume ganz aus farbigem Licht im Grunde hervor. Das ist wirklich ein Geheimnis bei Ernert. Egal wie klein das Bild ist, die Bilder haben immer diese Größe und Monumentalität des Raums. Das ist wirklich, finde ich, bemerkenswert. Also was Sie heute sehen können, ist, dass das Interieur im Grunde einmal das Spielfeld ist, ganz freier Form und Farbklänge. Zum anderen natürlich auch das Schlachtfeld durchaus des Privaten und des Surrealen. Und auf jeweils ganz eigene Weise sind eigentlich alle hier präsentierten Werke auch mutig. Denn sie besitzen dieses Bewusstsein für ihre Tradition in der Darstellung des Interieurs. Vielen Dank.